Ich wurde gebeten, diese kleine Integralaufgabe mit Exponentialfunktion einmal vorzurechnen. Mache ich doch gerne. Und dann geht's auch los. Ich schreibe zuerst die Aufgabenstellung ab und bilde zuerst die Stammfunktion. Das Ganze geschieht in eckigen Klammern. Das ist so bei uns die übliche Notation. Das Stammfunktionbilden ist ganz einfach, denn e hoch x ist abgeleitet e hoch x und k als Faktor bleibt beim Ableiten auch k als Faktor. Das heißt, beim Ableiten verändert sich die Funktion überhaupt nicht und deswegen auch nicht beim Bilden der Stammfunktion. Die Integralgrenzen sind 0 und 1. Und die setze ich jetzt auch ein, und zwar für x. Das heißt, das k bleibt stehen als Variable, k mal e hoch 1 minus k mal e hoch 0. E hoch 1 ist e und e hoch 0 ist 1. Das können wir eigentlich auch weglassen. Da soll herauskommen e. Das heißt, ich muss diese Gleichung jetzt nach k auflösen. Dazu klammere ich das k erst einmal aus. Dann bleibt hier eine 1, weil einmal k da steht. Das ist gleich e. Und teile das Ganze durch e minus 1 und schon haben wir es geknackt. K ist e geteilt durch e minus 1. Für e kann ich jetzt die Eulersche Zahl einsetzen und das Ganze mit dem Taschenrechner ausrechnen und da kommt ungefähr 1,582 raus.